Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Schön, dass ihr da seid. Heute sprechen wir über die Bücher, die ich im November und Dezember des letzten Jahres gelesen habe. Es ist ein ganzer Stapel geworden, deswegen wird es Timestamps in der Infobox geben, die ihr nutzen könnt, um dann zu den Büchern zu springen, die euch besonders doll interessieren. Und da wir so viel vorhaben, legen wir auch direkt los. Das erste Buch, über das ich heute mit euch sprechen möchte, ist Dunkelgrün fast schwarz von Mareike Fallwickel. Und dieses gute Schätzchen wurde mir schon von so vielen Menschen ans Herz gelegt. Unter anderem, weil ich ja so ein Fan von den Büchern von Sally Rooney bin, aber ich denke, auch sonst hätte es seinen Weg früher oder später zu mir gefunden. Dunkelgrün fast schwarz ist ein Roman, in dem es um drei Hauptfiguren geht, die sich schon recht früh in ihrem Leben kennenlernen, nämlich Moritz, Raphael und Johanna. Moritz und Raphael sind Freunde aus Kindheitstagen, die Mütter freunden sich auch so ein bisschen an und die beiden wachsen dann eben zusammen auf und auch da entwickelt sich schon eine gewisse Dynamik. Sie erreicht dann allerdings ihren interessanten Höhepunkt, als Johanna dazu kommt. Das passiert in der Oberschule, im Gymnasium, glaube ich. Und ja, dann möchte der eine was von der anderen und es entsteht so eine ganz interessante Dynamik, die allerdings auch davon bestimmt wird, dass einer der Protagonisten recht toxisch unterwegs ist. Und die Mutter von einem der Protagonisten, die Mutter von Moritz, aus deren Sicht lesen wir in diesem Buch auch. Und es zieht dann so gewisse Parallelen zwischen der Zeit, wo sich die drei eben kennengelernt haben und so eine enge Freundschaft entwickelt haben, und der heutigen Zeit. Also 16 Jahre später ist es, glaube ich, ja, 16 Jahre später, nachdem die drei keinen Kontakt mehr untereinander hatten, steht plötzlich Raphael vor der Tür von Moritz, der mittlerweile ein ganz anderes Leben führt. Und ja, dann sind eben alle Beteiligten irgendwie dazu gezwungen, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Ich habe diesem Buch 5 Sterne gegeben, also wird es auch nochmal in meinen Jahreshighlights auftauchen, denn ich bin wirklich tief beeindruckt von dem Schreibstil, von der Geschichte, von den Dynamiken, die da erzählt werden und entstehen. Und ja, das Buch hat eine sehr soghafte Wirkung auf mich ausgeübt. Also es war wirklich ein wahnsinnig tolles Leseerlebnis. Ich kann es allen ans Herz legen, die auch so fasziniert sind wie ich von einfach zwischenmenschlichen Dynamiken und auch einer gewissen giftigen Note in diesem Fall. Es wurde eine unglaublich präzise und starke Sprache verwendet von der Autorin Mareike Fallwickel, von der ich auch gerne demnächst noch mehr lesen möchte. Es gibt ja noch ein Buch im Moment von ihr und ein weiteres wird dieses Jahr erscheinen, Anfang diesen Jahres. Und ich bin wirklich wahnsinnig umgehauen. Also ich habe auch super viele Post-its reingemacht, einfach weil mich so viele Stellen wirklich dann auch irgendwie intensiv beschäftigt haben und mich da irgendwie so reingezogen haben. Und das, obwohl die Story als solche meiner Meinung nach nicht die spannendste war. Aber irgendwie die Charaktere zu erkunden und mit denen Zeit zu verbringen und deren Beweggründe näher zu verstehen, es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, es hätte für meinen Geschmack sogar noch ein bisschen toxischer werden können, aber ja, man muss ja auch nicht alles ausreizen. Und wie gesagt, ich freue mich schon auf die weiteren Bücher der Autorin. Eine große, große Empfehlung, mit der ich in diesen Wrap-up starte. Und von einer für mich ganz neuen Autorin zu einer mir sehr bekannten Autorin, nämlich zu Stephenie Meyer und Twilight bis zum Morgengrauen, dem ersten Band der Reihe. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch zu Twilight sagen muss. Ich habe den Eindruck, alle, die es lesen wollten, haben es gelesen. Entweder früher oder später, also in der Teenie-Zeit oder dann irgendwie jetzt im Nachgang. Ja, also Twilight, die Grundstory ist irgendwie eine sehr toxische. Also ein Menschenmädchen, Bella, lernt einen Vampir, Edward, in der Highschool kennen. Beide irgendwie Außenseiter und dann ja, erfährt sie sein Geheimnis. Die beiden verlieben sich ineinander. Er ist dabei irgendwie sehr problematisch, würde ich behaupten. Ich habe das Buch gelesen, weil ich einfach so ein bisschen, ja, Rückzug in die Vergangenheit wollte. Also Rückzug in meine eigene Vergangenheit. Ich war von dem Buch als solchem jetzt nicht so begeistert oder beeindruckt. Was ich allerdings besonders fand, war, dass ich auf jeder Seite mit meinem jüngeren Ich konfrontiert war. Für alle, die das nicht wissen, ich war damals, 2008, ein riesengroßer Twilight-Fan. Also es war wirklich. Es war verrückt und ich habe dann auch wirklich immer, wenn das nächste Buch erschienen ist, musste ich sofort haben, wenn der nächste Kinofilm rauskam. Ich habe Zeitschriften ausgeschnitten und Artikel gesammelt. Also es war ganz verrückt. Und
Auf jeden Fall, während ich dieses Buch gelesen habe, musste ich die ganze Zeit irgendwie an mein jüngeres Selbst denken. Und es ist super spannend, ein Buch, was so prägend für einen war, zu einem bestimmten Lebensabschnitt, später nochmal zu lesen, weil man dann wirklich einfach merkt, wie sehr man gewachsen ist und wo man vielleicht doch noch Einflüsse aus früheren Zeiten spürt. Es war auf jeden Fall genau die richtige Lektüre für mich im November bzw. Dezember, weil es eben auch eine etwas düstere Stimmung vermittelt. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich die anderen Teile der Reihe auch nochmal lesen möchte. Mal gucken. Also ich habe den zweiten auf jeden Fall schon mitgebracht von meinen Eltern. Das heißt, die Möglichkeit besteht, wir werden sehen. Auf jeden Fall sind die Bücher nochmal irgendwie was anderes als die Filme. Also ich will da gar nicht so ein, das eine ist besser als das andere Ding aufmachen, aber es ist auf jeden Fall nochmal ein anderes Erlebnis und eben gerade wegen der von mir erwähnten nostalgischen Verbindung, die ich zu diesem Buch habe. Wir machen weiter mit einem Buch von einer Autorin, die mir bis zu diesem Zeitpunkt noch komplett unbekannt war. Es geht um Know Me Again von Jette Menger. Und Jette ist tatsächlich auch noch eine sehr junge Autorin. Ich hatte allerdings das Glück, sie kennenzulernen, sie persönlich zu treffen bei einer Lesung von eben diesem Buch, wo ich das Buch auch gekauft habe, hier in Hamburg. Es hat nämlich durchaus Vorteile, hier zu leben. Ein Teil der deutschen Literaturszene ist nämlich hier in Hamburg. So auch Jette, zumindest für ihre Lesung. Und in diesem Buch geht es um June und Kian, wie hier auch schon auf dem Titel steht. Es ist der erste Teil einer zwei- bzw. dreiteiligen Reihe. Also im zweiten Teil geht es dann nochmal um die beiden und im dritten geht es um deren Freunde und Freundinnen, die man eben dann auch schon aus den Büchern kennt. Ich habe jetzt nur den ersten Teil gelesen und June und Kian sind beste Freunde aus Kindheitstagen. Die beiden standen sich wirklich extrem nah und dann hat Kian das Land verlassen. ja, er ist nach Australien gegangen und June ist eben zurückgeblieben, in England, meine ich. Und dann kommt er aber zurück. Er kommt zurück und June und er sind irgendwie damit konfrontiert, so ein bisschen aufzuarbeiten, wo sie stehen geblieben sind. Aber auch, ob sich da nicht jetzt eine neuere Note in deren Freundschaft begeben hat. Also es ist eine, sagen wir mal, Friends to Lovers Auseinandersetzung. Und das Besondere an diesem Buch war, dass es so sehr bedacht war, also nicht unbedingt langsam. Slow Burn würde vielleicht doch passen als Beschreibung, aber es war so sehr abwartend, was auch daran liegt, dass June als Protagonistin und in diesem Fall auch als die Narration eine eher zurückhaltende, abwartende Protagonistin ist. Also aufgrund von vergangenen Erfahrungen, über die man hier in diesem Buch auch mehr erfährt, ja, ist sie einfach nicht ganz so vorschnell und impulsiv. Und es geht hier natürlich auch um ihre wichtigste Freundschaft. Also sie möchte da natürlich auch nicht zu viel riskieren und ist sehr, sehr unsicher auf ihrem gesamten Weg. Und das hat mich an manchen Stellen ein bisschen genervt. Gleichzeitig hat es dann aber auch diese konkreten Momente, diese Touchpoints, diese wahnsinnig krassen Events hat es natürlich irgendwie noch ein bisschen gesteigert in der Intensität, weil eben so viel Abwarten vorher passiert ist. Also ein sehr besonderes Buch, das mir wirklich gut gefallen hat und ja, Dankeschön, Jette, dass ich auch eine Signatur von dir erhalten habe. Ich stand da an diesem Tisch und meinte dann, ja, könntest du es vielleicht signieren und dann hat sie das natürlich gemacht und dann haben irgendwie die Leute aus dem Verlag festgestellt, dass ich diejenige bin, die eine Insta-Story von dem Event vorher gepostet hatte und dann ging so ein Raunen durch den Raum und dann war so, ah, das ist die Bloggerin. Und ich dachte mir so, ja, naja, meinetwegen. Also es war wirklich ein sehr schöner Abend und das Buch auch ein sehr schönes Leseerlebnis. Große Empfehlung für diese Jungautorin. Ich stelle schon fest, das heutige Video ist eine wahre Achterbahnfahrt zwischen Büchern, die ich schon aus meinen Teenie-Tagen kenne und neuen Büchern. Das hier ist jetzt wieder ein Buch aus der jugendlichen Zeit. Ich würde mich mittlerweile, glaube ich, eher als junge Erwachsene beschreiben. Escape von Jennifer Rush ist das Buch, um das es jetzt gehen soll. Es geht hier um ein sehr actiongeladenes Jugendbuch. Denn es geht um Gehirnwäsche und eine Verfolgungsjagd. Und die Protagonistin Anna befindet sich am Anfang des Buches in der, ja, sagen wir mal, ungewöhnlichen Position, dass sie mit ihrem Vater zusammen in einem abgeschiedenen Haus lebt, in dem im Keller aber vier junge Männer leben, die alle sehr sehr trainiert sind und auch mental sehr fit sind, daraufhin aber auch ständig getestet werden, denn sie befinden sich in abgeschlossenen Räumen
und bekommen da dann auch regelmäßig Substanzen zugeführt und es ist eine wirklich skurrile Situation. Und für Anna ist das Ganze ab einem gewissen Punkt normal, weil sie eben damit aufwächst. Sie ist nicht im Keller, sie lebt in diesem Haus recht frei, aber beschäftigt sich trotzdem die ganze Zeit nur damit. Und dieses Projekt wird angeleitet von der Sektion, was so eine Organisation ist, um die es dann auch in diesem Buch noch weiter geht. Und bei einem Kontrollbesuch dieser Sektion brechen diese 4 Männer aus und nehmen Anna mit. Und ihr Vater sagt, ihr kommt bitte niemals wieder nach Hause und man kann niemandem vertrauen. Und in dieser Situation findet sie sich dann wieder. Also da beginnt das Buch und es ist wirklich eine sehr, sehr einnehmende Geschichte, die ich wieder sehr gerne gelesen habe. Damals habe ich mir das Buch öfter aus der Schulbücherei ausgeliehen, weil ich die Geschichte so gerne mochte. Und jetzt habe ich es eben gereadet und muss sagen, es hat super funktioniert. Also wenn euch so eine Art Geschichte interessiert, dann greift auf jeden Fall mal hierzu. Es wird nicht mehr neu gedruckt, aber für gebraucht kann man es relativ günstig erstehen und das würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Wir machen weiter mit einem Buch, was ich als modernen Klassiker bezeichnen würde. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es offiziell so gehandelt wird, aber Das Parfüm von Patrick Süskind ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff, die sich zumindest so ein bisschen mit Belletristik und eher klassischer oder historischer Literatur auseinandersetzen. In Das Parfüm geht es um den Protagonisten Jean-Baptiste Grenouille. Die Geschichte spielt in Frankreich, vor allem in Paris, aber auch in anderen Städten, daher der französische Name. Und Jean-Baptiste Grenouille wird geboren unter sehr dreckigen, fast schon ekelerregenden Zuständen und kommt auf die Welt mit einer Nase und einem Bewusstsein für Gerüche, das es danach nie wieder so gegeben hat. Also es ist wirklich verrückt. Er nimmt die Welt über seine Nase wahr, das ist sein Hauptsinnesorgan und er fängt irgendwann an, auf eine bestimmte Mission zu gehen. Also die Gerüche, die er wahrnimmt, die werden zu einer Art Religion für ihn und er verfolgt dann irgendwann das Ziel, den perfekten Geruch herzustellen, denn er selber hat keinen Eigengeruch. Das ist für ihn wirklich das Schlimmste. Er hat keinen Geruch, die Menschen nehmen ihn nicht wahr und obwohl er auf dem Weg dahin wirklich schlimme Dinge tut, also es heißt ja schon, die Geschichte eines Mörders, er bringt Menschen um. Das ist nicht okay, das müssen wir verurteilen. Und trotzdem konnte ich nicht anders, als irgendwie Mitleid mit diesem Protagonisten zu haben, denn er ist so unverstanden. Und alles, wonach er sich sehnt, ist ja nur Anerkennung und Liebe und von Menschen gesehen und verstanden zu werden. Und das ist ein dermaßen menschliches Bedürfnis, dass ich nicht anders konnte, als Mitgefühl zu haben. Besonders herausragend fand ich den Schreibstil von diesem Buch. Also sehr poetisch geschrieben, sehr, ja, sehr schön einfach und irgendwie voller Witz. Also ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber da waren einfach Momente dabei, wo ich wirklich laut lachen musste, weil sich dann einfach Umstände auf eine dermaßen absurde Art und Weise zusammengefügt haben. Ja, also es war wirklich auch sehr witzig und besonders hervorstechend, so was Effekte angeht, finde ich, dass ich zu keinem Zeitpunkt wirklich Ekel empfunden habe. Obwohl die Sachen, die beschrieben werden und die Ereignisse, die stattfinden, eigentlich wirklich sehr, ja, sehr verabscheuungswürdig sind. Irgendwie ist das nicht passiert und ich glaube, es liegt am Schreibstil, weil der so magisch war. Und auch das macht Das Parfüm zu einem Jahreshighlight von mir. Auch hier habe ich mir 5 Sterne notiert. Eine riesengroße Empfehlung. Ich habe es aufgrund einer ebenso großen Empfehlung gelesen und ja, kann wirklich nichts Negatives über dieses Buch sagen. Es war wirklich toll. Ich habe das auf dem Weg zur Uni immer in der Bahn gelesen und habe mich jeden Morgen drauf gefreut. Also es war wirklich einfach ein sehr gutes Buch, was ich euch allen ans Herz legen kann. So bekannt und wahrscheinlich beliebt das Parfüm auch sein mag, ich bin überzeugt davon, dass die nächste Geschichte den meisten von euch noch unbekannt ist. Es geht um The Cheater's Guide to Love von Junot Diaz. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Und es ist ein Teil der Faber Stories Reihe, also einer vom Faber Verlag rausgegebenen Reihe, die Kurzgeschichten einen eigenen Einband gibt. Also es ist wirklich eine sehr kurze Angelegenheit. Ich habe einige aus dieser Reihe, zum Beispiel auch das von Sally Rooney und mit diesem hier habe ich es dann eben, ja, habe ich es weiter ausprobiert.
und bin so auf diese Geschichte gestoßen, in der es darum geht, wie ein Mann, der Protagonist, damit umgeht, dass er seine Freundin betrogen hat. Also er hat seine Freundin zu dem Beginn des Buches bereits betrogen und sie hat ihn auch bereits verlassen. Und dann geht es eben um die Jahre danach, wie er damit weiter verfährt und irgendwie weiter die Beziehungen in seinem Leben und auch die Beziehungen in dem Leben seines besten Freundes beobachtet und versucht einzuordnen und in gewisser Weise seiner, ja, nicht unbedingt seiner Beziehung, aber seiner Ehrlichkeit ein wenig nachtrauert. The Cheater's Guide to Love bezieht sich eben vor allem darauf, dass er der Cheater ist und versucht jetzt tatsächlich Liebe zu finden und ich glaube vor allem auch irgendwo Vergebung von sich selbst für sich selbst. Was ich an diesem Buch oder eher an dieser Kurzgeschichte sehr besonders fand, dass er trotz der gewonnenen Einsicht auf seinem Weg durch diese Geschichte zu keinem Zeitpunkt sein eigenes Verhalten wirklich verurteilt. Also er lobt einfach nur die ganze Zeit, dass seine Ex-Freundin ihn verlassen hat und dass es genau das Richtige war, aber irgendwie kommt er gar nicht zu so einem Punkt kritischer Selbstreflexion, den ich mir eigentlich für ihn gewünscht hätte. Was die Geschichte für mich ein bisschen weniger lohnenswert gemacht hat, aber es war trotzdem interessant, irgendwie auf diese Reise zu gehen und das bringt mich auch schon zu dem nächsten Buch aus dieser Reihe, über das wir jetzt auch noch sprechen. Und es handelt sich um Terrific Mother von Laurie Moore. Von der Autorin habe ich ehrlich gesagt noch nichts bisher gelesen. Ich habe letztens gesehen, dass es andere Bücher von ihr gibt, das heißt, die Möglichkeit besteht durchaus. Aber ja, Terrific Mother habe ich deswegen in die Hand genommen, weil die Prämisse, die ganz am Anfang steht, einfach so wahnsinnig spannend für mich war und ich mir dachte, wow, was kann danach passieren? Die Geschichte startet bei einem Picknick, bei dem die Protagonistin das Baby von Bekannten oder Freunden von sich halten darf, halten soll, also einfach ein Baby auf dem Arm in den Händen hat und das Baby dann fallen lässt. Und das Baby stirbt. So beginnt die Geschichte und irgendwie habe ich aufgrund dieser Beschreibung erwartet, dass es in diesem Buch viel mehr um die zwischenmenschlichen Dynamiken gehen wird, also inwiefern die Menschen, die vor Ort waren an dem Tag, das Ganze wahrnehmen und wie sie damit umgehen. Stattdessen ging es tatsächlich ausschließlich um die Protagonistin, die dann in den folgenden Jahren zwar mit ihrer eigenen, ja, mit ihren Selbstvorwürfen hadert und versucht, irgendwie damit klarzukommen, mit diesem Unfall, mit diesem Schicksal, denn sie wollte das ja nicht. Aber dabei ist sie irgendwie so sehr, sehr mit sich beschäftigt. Also ihr Mann spielt auch noch eine gewisse Rolle in dieser Geschichte und die beiden fahren dann nach Italien, wo sie dann irgendwann Massagen für sich entdeckt und sich so ein bisschen im Kontext von anderen Menschen einfach, die sich vorstellen und ihre Identität nach außen tragen, so ein bisschen vergleicht und guckt, okay, wer bin ich, was erwartet die Welt von mir, wie kann ich damit umgehen, aber keine Ahnung. Also sie ist halt irgendwie auf der Suche nach Vergebung und ich hätte mir halt gewünscht, dass sie diese Vergebung deutlich mehr in sich sucht und findet, als das der Fall war. Aber das ist wahrscheinlich auch persönliche Präferenz. Ich kann ja jetzt nicht einfach erwarten, dass jede Geschichte so endet, wie ich das gerne hätte. Auf jeden Fall irgendwie eine spannende Prämisse, die am Ende nicht so ganz halten konnte, was sie versprochen hat, was sie mir versprochen hat. Aber das liegt vielleicht auch einfach an meiner Vorliebe für zwischenmenschliche Dynamiken, siehe Sally Rooney. Ja, also diese Kurzgeschichte habe ich auch gelesen und mal gucken. Ich werde mich jetzt weiter durch diese Faber-Stories-Reihe lesen und euch natürlich auch berichten, wie die anderen Titel aus dieser Reihe so sind. Und dann kommen wir zu dem letzten Buch, über das ich heute sprechen möchte. Es ist ein Kinderbuch zum Schluss, was mich tatsächlich an dem Tag begleitet hat, als meine Booster-Impfung so richtig reingehauen hat. Also bei mir war das der zweite Tag und ich musste ihn komplett im Bett verbringen und konnte eigentlich nichts tun und habe dann das Hörbuch zu Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren gehört und dabei das Buch angeguckt, weil da Bilder drin waren, also so Illustrationen. Und das war irgendwie echt ganz schön. Also ich muss sagen, das Buch war doch irgendwie schöner, als ich es in Erinnerung hatte. Es wurde vor allem in der Grundschule viel vorgelesen, daran kann ich mich noch erinnern. Und es war einfach für den Zweck genau richtig. Also ich mache das ja ganz gerne immer mal wieder, dass ich Kinderbücher dann auch einfach mal in mein Lesen mit reinbringe, um da so ein bisschen, ja, einfach gute und
Geschichten mit Happy End irgendwie auch reinzubringen. Und ja, mir haben besonders gut die Dynamiken gefallen. Oh Mann, ich spreche in diesem Video wirklich viel über Dynamiken. Die Dynamiken zwischen Ronja und Birk, also die Ausgangslage ist die, dass Ronja die Tochter der... wie hießen die denn nochmal? Mattis. Ihr Vater ist Mattis. Also Ronja ist Teil der Mattis-Sippe und Birk ist Teil der Borka-Sippe. Und es gibt so einen großen Felsen mit einer Burg drauf und in einer Nacht schlägt ein Blitz ein, wo die beiden geboren werden, also Ronja und Birk. Und in der einen Hälfte wohnt dann eben die Mattis-Sippe und in der anderen die Borka-Sippe. Und dann treffen sie sich irgendwann, werden Freunde, nennen sich irgendwann Bruder und Schwester. Ich finde, es hatte schon irgendwie romantische Ansätze, so ein bisschen Romeo und Julia-Vibes. Und ja, bringen dann so ihre Familien dazu, miteinander wieder zu sprechen. Denn eigentlich besteht eine Fehde, weswegen die nicht so viel miteinander sprechen. Das ist die Geschichte und ja, irgendwie einfach eine klassische, gute Astrid Lindgren-Geschichte, muss ich sagen. Und das waren sie, die Bücher, die ich im November und Dezember des letzten Jahres gelesen habe. Es ist eine wirklich gute Mischung. Und ich habe tatsächlich auch zwei Bücher ins neue Jahr mitgenommen, aber über die werde ich dann im nächsten Wrap-Up-Video sprechen. Und das war es dann für heute. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, tut das sehr gerne. Ich freue mich über alle, die mit am Start sind. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's bis dahin gut. Tschüss.